Ja, hier haben wir den Mann des Tages, Moritz Bruschinski. Erzähl mal, wie ist das zu dem Tor gekommen, von wem kam der Pass und was hast du denn draus gemacht? Ihr seid schön aufeinander zugelaufen mit dem Torhüter. Der Pass kam von Scheithauer. Natürlich ein guter Pass und dann hat der Torhüter, glaube ich, sich ein bisschen verschätzt und ich kam mit Tempo und habe ihn dann über den Torhüter rüber gespielt und dann ist der Ball ins Tor gefallen. Hilft das weiter im Selbstbewusstsein, ein Tor gegen den Zweitligisten zu erzielen? Natürlich, selbstverständlich hilft das Selbstbewusstsein. Ist natürlich schön, wenn ich der Mannschaft auch weiterhelfen konnte, jetzt auch mit dem Tor, mit dem, sage ich mal, Siegtreffer. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Aha. Da haben wir so einen ganz alten, mit Anführungsstrichen, nämlich unseren Freund Rangelow und so einen ganz jungen, nämlich Bruschinski. Wo sind eure Gemeinsamkeiten? Boah, Gemeinsamkeiten ist schwer zu sagen. Ich kann viel von Rangelow lernen und er kann mir eben viel beibringen. Und ja, keine Ahnung, kann ich ihm ja gar nicht so sagen. Ja, wie hoch schätzen deine Chancen ein, dass du reinrückst in diese Mannschaft? So als Auswechsler bist du ja schon prädestiniert inzwischen, ne? Dazu kann ich mich gar nicht klar äußern. Wie schon beim letzten Mal gesagt, ich werde alles geben, mich reinhauen und alles versuchen. Mhm. Und versuchen, in den Kader zu kommen und versuchen natürlich, so viele Spiele wie möglich zu machen. Mhm.